Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen durch diesen Tempel durchgeschlagen und heute wollen wir erfahren, was sich denn hinter dieser Tür befindet. Und das tun wir jetzt auch. Wir gehen da direkt durch. Ich bin mega gespannt. Und? Ja, cool. Erstmal ein paar Bilder, die wir angucken können. Tun wir das doch gerade. Orion hält sich an den himmlischen Anglerkodex. Hilf jenen in Not. Auch wenn er seinen Erste-Hilfe-Schein bestimmt vor sehr langer Zeit gemacht hat. Okay, cool. Und hier drüben? Offen. Sieht wie eine Kreuzung aus grimmigem Nebula-Hai und einem extrem verstimmten Blob-Lobster aus. Ich muss zugeben, ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte was? Keine Ahnung, was das ist. Das da vorne sieht sehr stark nach Bosskampf aus. Hier, ich wusste, dass du irgendwann auftauchen würdest. Lass das Mädchen gehen, Trauma. Halte dich an uns. Das ist klüger. Hallo. Und das weißt du. Sind das deine neuen Freunde? Ich sollte sie warnen. Schließlich waren wir ja auch mal Freunde. Vielleicht sind wir es immer noch. Freunde? Wie? Freunde? Genug geredet. Oh, aber du bist doch gerade erst angekommen. Und jetzt wird es doch erst richtig lustig. Ehrlich gesagt. Könnte ich das Mädchen auch selbst da nicht laufen lassen, wenn ich es wollte. Echte Freunde lassen einen nicht so einfach im Stich, weißt du, Rebella? Echte Freunde bleiben. Hinterhältige Schlange. Die ist in diesem glubschäugigen Grab. Krapschkraken verschwunden. Finsterzeit-Tentakel. Ich bin mir sicher, wir haben schon darüber gesprochen. Halte durch! Ich komme, Mädchen. Plot-Twist-Prediction des Todes. Rebella ist eigentlich auch eine Sparkjägerin, hat sich dann aber irgendwie dagegen entschieden und kämpft jetzt mit uns. I guess. Ich kann mal kurz hier rumlaufen. Ah, hat sich direkt gelohnt. Wunderbar. Steppen wir in den Fight. Let's go. Trauma-Bibliothek oder Traumas-Bibliothek. Weiß es nicht. Let's go. Rabbit Rosalina It In. Oh mein Gott. Krass. Wir sind soweit. Man kennt sie aus den Trailern. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Bowser auch noch sich uns anschließen wird. Deswegen, dass jetzt nicht die krasseste Überraschung ist. Aber, Strong, wir kämpfen jetzt zu viert im Team? Ich wollte lesen. Stopp. Ja, du wolltest lesen. Ich wollte aber tatsächlich noch mal ein bisschen mein Team anschauen und vielleicht bei dir was skillen oder so. Weil sie sieht tatsächlich jetzt nicht so aus, als wäre sie krass gelevelt.
Herz. Doch, doch, wir können. Sehr schön, sehr schön. Wichtig, wichtig. Okay, okay, wir lesen uns da ganz kurz mal rein. Was ist das hier oben? Trägheit. Kann kein Rabbit Rosa ist rasröst bei Gegnern außerdem Trägheit aus. Das heißt, der hat nicht wirklich Bock. Hm. Bewegen. Das kostet 4. Erhöht die Menge an Munition, die Rabbit Rosalina Sternschleuder bei einem Angriff. Ja. Warum nicht einmal das da? Ja, mehr genug, oder nicht? Wir haben noch 13, ja. Cooldown runter. Jedes weitere Geschoss verursacht 5% mehr Schaden. Sehr, sehr strong. Aber ich glaube, dass ich eher fühlen würde. Das hier. Einmal das hier auf jeden Fall. Rasereischaden kann man auch erhöhen, ja. Mehr Schaden für Geschosse. Und 2 Züge, die diese Trägheit andauert. Ja, strong. Leben haben wir genug, oh mein Gott. Bis 2000 geht das, hä? Wie krass. Weiter laufen können. Oder eine Chance auf kritische Treffer. Ja, ich glaube eher das hier. Okay. Schauen wir aber gerade noch. Ah, ne, wir müssen gar nicht bei einem reinschauen. Ich habe ja am Anfang der vor ein paar Folgen habe ich. Ja. So, und Spark sollten wir vielleicht auch noch zuweisen. Der ist neu. Glutokalypse. Meteor mit dem Feuereffekt. Ja, ja, okay. Ich glaube aber, ich zünd wirklich. Heilungsboost, aber nur des Heldens. Das so nice ist bei ihr. Weil Luigi hat halt wenig Leben, deswegen habe ich dem das gegeben. Warum nicht Feuerschaden? Und einfach mal das hier, komm. Warum nicht einfach mal so zum Testen, einfach so. Items sollten wir genug haben. Ich würde sagen, wir steppen in den Fight rein, oder nicht? Und ich hoffe, 1500 Leben, das klingt nicht wenig. Aber wir haben jetzt Rabbit Rosalina in the team. Ja, aber warte mal. Wir starten woanders als Rabbit Rosalina. Rabbit Rosalina hat aber genauso viele Leben wie Mario. Zwar nicht komplett viele Leben, aber halt genug. Das ist jetzt nicht so. Es ist Rabbit Yoshi. Es ist Rabbit Yoshi. Okay. Das muss ja festgelegt sein. Schaltgeist. Oh, oh, das wird damn knapp. Wunderbar. Stell mich mal hier hin. Ah, nein, für den Dash hätte ich weiter nach links müssen. Ah, egal. Ich will die Taktik-Cam rausholen und sie mal scannen. Eine vielseitige Sparkjägerin, deren Techniken die Angriffe der Helden einschränken kann. Das hört sich jetzt erstmal nicht so nice nicht an. Schmeichelhaft. Nicht schmeichelhaft, echt nicht? Ja, schade. Ich bin ernst. Frech. Macht Spaß. Das ist die Stimme von Sandy aus SpongeBob. Einfach komplettes SpongeBob-Universum in Mario und Rabbids reingesteppt. Wie krass. Unerwartet tatsächlich. Aber cool, cool, cool. Wir haben Mr. Krabs, wir haben Sandy Cheeks. Wie krass, wie krass. Muss ich sagen, fühle ich, fühle ich. So, mit ihr steppen wir jetzt auch noch nach hier oben. Ah, komm, komm, komm. Ja, wunderbar. Ein Dash hier raushauen. Ich sag, wie es ist. Ich sehe mich hier. Klar, das ist ein bisschen zu spät jetzt. Aber ist nicht so schlimm. Doch, doch, das ist die Stimme. Wie krass. Das. Und einmal rein da. Schön hitten. Krass, krass. So, wir können hier jetzt halt nichts mehr zünden. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir können nämlich mit Rabbit Luigi ein bisschen das Feld aufräumen noch. Ich sehe dich. Wer kann in die Bombe laufen? Das wäre vielleicht wichtig.
Ich wollte die Bewegung sehen. Hallo? Ah, die kommt bis zu mir, das nicht. Stell ich mich doch dahin. Werf auf den Kollegen hier und mach hoffentlich gut Damage. Ja, ist okay. So. Rapid Rosalina ist auch noch am Start. Was ist das hier? Ziele, die vom Lethargie-Effekt betroffen sind, können sich nicht bewegen, Schießen oder Technik einsetzen. Wenn sie Schaden nehmen, verschwindet der Effekt. Oh. Nichts, niemand ist in der Nähe. Nein, ich wollte den Charakter wechseln. Hier können wir ein paar Gegner schwächen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Klar, er wird auf einen von uns springen. Aber wegen den paar Gegnern jetzt nicht. Die kommen sonst alle nicht an uns ran. Ja. Er ist sogar down, wie schön. Der halt nicht. Er wird auch hier hochspringen, oder nicht? Okay. Okay, sie läuft gar nicht, sie teleportiert sich, weil Geist halt. Was mit dem Block? Jetzt werden wir auf jeden Fall getroffen. Aber gut, dass wir nach oben laufen. Ja. Ja, wir können hier in den Radius von ihr rein. Weil da können wir mal mit Rabbit Rosalina hier ein bisschen was tun. Richtig, aber wir dürften sie jetzt halt nicht mehr hitten. Ich will sie aber trotzdem hitten. So. Ich will eigentlich dashen. Sie sieht nämlich so aus, als wäre sie einfach gleich schon tot. Stell mich, glaube ich, hier hin. Voll und ganz mein Ernst. Für die guten Hits. Strong. Mario, du könntest hier noch einen Dash rausholen. Einfach so. Und? Down? Wish! Ich bin so. So, machen wir die zwei erstmal weg hier. Rabbit Luigi kommt hier halt nicht hoch, gell? Doch, über die Treppe. Aber Rabbit Luigi ist wirklich so einer, der räumt für mich das Feld von hinten auf. Das ist bei dir sehr effektiv, Bock. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich leider nicht. Sing! Aber wir treffen dich trotzdem. Und das ist doch nicht schlecht. Als ob! Als ob! Erst ein Nickerchen machen. Das sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre der Kampf vorbei. So, aber Rabbit Rosalina macht ja ultimativ viel Damage. Das hier? Ah, nur so. Nee, ich werde hier volle Kanne auf die. Oder nicht? Ich kann jetzt erstmal nichts machen. Ich kann mich halt mal so strategisch wie möglich platzieren. Mit wem will ich nach oben, ist die Frage. Will ich mit Mario? Ja, Luigi, du machst wieder das Feld von hinten. Man kennt's. Luigi ist der Dude für alle Fälle von hinten. Oho. Ah, wobei Luigi würde direkt zur Röhre hinkommen, gell? Aber Luigi kann halt sonst. Ich laufe jetzt erstmal mit Mario vor. Geh mal nochmal kurz hier durch und geh durch die linke Röhre. Ich glaube, da kommen wir weiter. Ja, guck mal. Tag. Auch nochmal. Dash rausholen. Flash.
Volles Kanonenrohr rein da. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie hier mehr Schaden machen kann. Deswegen gehe ich auch wieder mit ihr hoch. Also Luigi ist unser Typ, der das Feld von hinten aufbaut. Viele wundern sich, beziehungsweise ich wurde schon von jemandem gefragt, warum ich immer dieselben Charaktere nehme. Weil ich habe mich mit denen jetzt eingespielt und ich habe jetzt nicht wirklich Lust, mein komplettes Charakter zu ändern. Ich komme mit denen hier gut zurecht. Es wird wahrscheinlich auch nochmal vorkommen, dass ich auch mal mit anderen spiele. Aber vorerst glaube ich nicht. Ich mit ihr auch noch schießen. Na, guck mal, dann mache ich doch jetzt die. Klar, ist zu spät wegen Mario, aber trotzdem. Zack, 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 zack. Ich hoffe, dieses Viech hat keine dritte Phase. Und da gibt es noch mal ein bisschen Beef. Sehr schön. Also zumindest von der Inszenierung her ist es immer nice gemacht. Aber es ist tatsächlich cool, dass es so viel gibt. Und die ganze Stage hat sich verändert und ist größer geworden. Auf zum Tanz. Wirkst irgendwie nicht so motiviert, Rosalina. Rabbit Rosa ist das? Sorry, Rabbit Rosa. Aber Rabbit Rosalina macht halt so hart viel Damage. Weswegen ich halt mit Rabbit Rosalina direkt vorsteppe. Nee, ich gehe durch die Röhre. Ich glaube, da komme ich weiter mit, oder? Zack. Bam. Kommt irgendeiner direkt von denen in die Röhre? Sieht so aus. Nee. Weil mit Luigi, du machst wieder hier so ein bisschen, ja? Jojo. Ich sehe dich. Vielleicht treffe ich von hier besser. Jojo. Ja! Zack! Dann treffe ich halt den unteren nicht. Aber hier hinten zwei Stück. Mein Ziel ist. Ja, eigentlich. Sollte nicht mein Ziel sein. Der hier steht auch nicht gut. Sagen. Hier links von mir steht auch einer. Dann baller ich auf ihn. Ey, wie viel Damage wir mit ihr machen. Geisteskrank. Wo will ich jetzt mit ihr da durch oder mit Mario? Das ist jetzt die Frage. Da wir, glaube ich, nicht direkt durchkommen, würde ich sogar sagen... Kommt sie noch bis darüber auch? Ich glaube, ich will tatsächlich... Mario oben haben. Hoch ja. Mit dir. Boom. Yes. Ich habe das Gefühl, dass wir mit Mario hier tatsächlich mehr erreichen können. Und mit Mario können wir sie da hitten, wenn wir uns hier... So. Hier hin. Wo muss ich denn stehen? Halt geschützt von diesem Ding, gell? Da treffe ich auch nicht. Aber den da treffe ich. Also warum nicht zwei Schüsse mal da reinzünden? Tadam! Let's go! Irgendeiner wird sich safe bewegen. Deswegen finde ich auch das hier mal. Hat Rabbit Rosalina noch... Ganz so weit weg muss... Tatsächlich. Ja, er ist damit down. Also kein Stress. Viel zu leicht. Ja, ob das jetzt leicht war, würde ich mal bezweifeln. Ich gebe den Zug ab und hoffe aufs Beste. Ja. Sehr gut.
Zack, zack, down. Er wird auf Mario schießen wahrscheinlich, ja, weil der weniger Leben hat. Er wird auch auf Mario springen. Dann laufe ich aber hier mit Rabbit Rosalina. Weil die kann den Schuss eher abfangen wie Mario. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen wir, wie es ist. Ich schick beide nach vorne. War so. Direkt hier hin. Für den Dash. Und ich glaube, ich stelle mich hier hinter. Und feuer da volles Kanonenrohr rein. Rabbit Luigi sieht aus, als würde er da gut hinkommen. Oh, 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 oh. Hat gereicht? Hat gerade so gereicht. Wenn ich hier eine Feuerattacke reinfinde. Aber wenn ich jetzt... Ah, nee, das macht nur einen Feuerregen. Ach so, ach so. Das ist also sowas wie das hier. Nur, dass das Feuerding halt mehr Schaden macht. Ja, okay. Warte, aber wir haben ja noch... Luigi. Der Meister kommt nämlich auch bis hier hoch tatsächlich. Luigi, heute ist dein Tag. Los, fang! Du darfst den Boss auch mal attackieren. Strong. Macht Spaß. Ja, macht voll Spaß. Geisterbekämpfungsbrigade. Sag ich dir, wie es ist. Dann jag ich doch mal hier den Pyroklast runter. Und guck mal, ob wir uns selber damit treffen. Nein, nur die zwei. Ich kann mich auch selber damit nicht anzünden. Bleib da stehen, das ist gut. Ich kann aber mit keinem mehr angreifen, ja? Oh, wir können aber. Oh, das ist mies. Mit Luigi sie schwächen. Ah, zu weit weg. Und vielleicht auch noch so reflektieren anmachen. Ich hoffe, dass sie nur drei Phasen hat, weil sonst wäre es auch ein bisschen übertrieben. Okay. Ich gebe den Zug ab und hoffe aufs Beste. Na los. Das war jetzt nicht das Beste. Aber ist okay. Sterben wird keiner. So, Rabbit Rosalina ist ja krass einfach. Was auch Attacken etc. angeht. Deswegen ich sagen muss, ich schicke sie mal hier hoch. Böller mal da rein. Bis down. Reinigter Finsterzeit Energiekristall erhalten. Wie strong ist bitte Rabbit Rosalina vom Charakter her? Also wirklich, das ist ja ein einziges Meme-Fest. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh mein Gott. Wird direkt ins Team reingeholt anstelle von, weiß ich noch nicht. Müsste ich gucken. Vom Damage her sehr, sehr strong. Rabbit Yoshi-Vibes, wie gesagt, der ja auch in meinem Main-Team war. Deswegen ganz cool.
Es tut mir leid, dass ich weggegangen bin, Orion. Zuletzt war ich immer noch Captain Orion. Danke. Weshalb sorge ich mich? Aber ich hätte mir wohl keine Sorgen machen müssen, stimmt's? Keine dahergelaufene Sirene kann meine Rabbit Rosalina torpedieren. Leider nehme ich meine Pflicht hier in Beschlag. Vielleicht könntest du ja unsere neuen Freunde auf ihrer Reise begleiten. Actually, gute Idee. Oh, ist das ein Witz, ey? Keine Zeit, doch irgendwie zu Rosalina kommen. Rosalina? Oh, natürlich, verstehe. Du bist ihr Fan. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wir sind auch auf der Suche nach ihr, weißt du? Wir könnten jemanden mit deiner Begeisterung gebrauchen. Du verstehst schon. Ich meine, okay, was soll's. Ja, ja, geht klar. Ich komm auch mit. Tschüss, Captain Irland, danke für alles. Ich werde dich stolz machen. Das hast du schon, mein Kind. Pass nur gut auf dich auf. Das ist ein Befehl. Ei, Kapitän. Wir haben jetzt genug gereinigte. Oh mein Gott, ich bin ja noch da. Um einen Warp-Tunnel nach Prima Paletti zu erzeugen. Pünktlich zu eurer Rückkehr wird das Schiff startbereit sein. Ja. Ui, da gibt's doch noch mal ein paar. Wunderbar. Rabbit Rosalina wurde jetzt ausgetauscht anstelle von Rabbit Luigi. Muss ich gucken, wie ich das nachher mache. Aber vorerst würde ich mal sagen, sehr, sehr stronger Charakter. Vom Damage auch her und so. Echt krass. Echt. Ulti haben wir jetzt noch nicht testen können. Alles gut. Mario. Kann Mario jetzt endlich seinen Sprungschuss oder einen zweiten Stampfer? Boah, das ist actually schwer. Das, oh mein Gott. Ich sag mal, so ein zweiter Stampfer ist echt schlecht. Und der Sprungschuss kann man auch mal vernachlässigen. Also. Wahrscheinlichkeit auf Kritik haben wir nie im Team. Wir gucken mal bei Rebella. Ja, scheinbar, ich vermute es, auch mal Sternjägerin war. Aber verlasst euch nicht auf meine Aussage. Dieses Pyroklast-Ding und das ganze Zeug ist sehr, sehr krass. Deswegen ich den Spark hier auch mal auf jeden Fall stärken werde. Boah, gibt's auch ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, wir können jetzt auch bis Stufe 4 machen. Richtig. Mache ich aber nicht. Also zumindest nicht bei dem hier. Mache ich bei wichtigeren Sparks. Also wichtigeren. Ich möchte nicht sagen, dass die unwichtig sind. Versteht mich nicht falsch. Aber ich sag mal so. Ich glaube, dass er hier zum Beispiel viel krasser ist, für zwei Züge einen Schutz zu haben. Ist, glaube ich, viel besser. Genauso wie das hier. Reflexes. Was? Kein Spark aus. Ich wollte den aufwerten. Genau. Das sind eher Sparks, die stärker sind. Wo ich denke, die sind wichtiger, dass man das skillt. Muss ich überlegen. Der hat diesen Spritzangriff und diesen Dash-Schaden. Ich kann zweimal dashen, aber jetzt hat auch das Stärke-Ding. Ich glaube, ich würde es so lassen. Vielleicht noch das Stärke-Ding anstelle von Schockwellen 80 Schaden. Ja. 3x 80 oder 197? 3x 80 macht viel mehr Schaden als 197, nämlich 240. Deswegen tausche ich die hier aus. Ich würde sagen, so bin ich mit dem Team doch zufrieden. Und ich würde sagen, wir haben das erreicht, oder? Ja, und Rabbit Rosalina ist jetzt in unserem Team. Auch wenn sie nicht so sehr motiviert scheint. Wir schauen uns die Bilder hier gerade nochmal an. Gibt es denn hier Spannendes zu erfahren? Kapitän Orion steht mit dem Lesen von Karten auf Kriegsfuß. Er hat sie immer als einen extravaganten Luxus für gelangweilte Reiche betrachtet. Ja. Er kann einfach nur eine Karte nicht lesen. Das haben wir ja vorher schon gelernt. Er hat sie ja falsch rum gehalten. War das vorher in der letzten Folge? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Orion und seinem geheimnissvollen Co-Piloten ist mal wieder der Sprit ausgegangen. Und sie mussten hier notlanden. Ja, das hat man davon, wenn man immer nur zwei Münzen an der Zapfsäule ausgibt. Die Bilder sind auch so vielsagend. Die sind
Okay, wir sind durch. Steppen wir durch die Röhre. Ich fühle mich gut. Der Bosskampf war echt krass. Der hat mir richtig gefallen, muss ich sagen. Also der war bisher der beste von allen. War auch der richtigste, sage ich mal, mit einem Bossgegner und nicht mit einem Stein oder einem Vulkan als Gegner. So wie vorher. Deswegen, nice, nice. Nehmen wir die Coins doch hier gerade mit. Und wir haben schon sehr, sehr viel in dieser Galaxy hier gemacht. Wenn ihr mal auf die Map schaut, es sind noch so ein paar vereinzelte Sachen. Ich würde an der Stelle sagen, wir kommen jetzt dann als nächstes zum Backtracking von Welt 1. Denn Welt 3 machen wir erst, wenn wir Welt 1 ein bisschen durch haben. 100%. Ja, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, wir versuchen es. Leute, ich fliege jetzt zurück schon mal, beziehungsweise laufe mal nach da hinten und verabschiede mich. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall, da komme ich nicht hoch, eine positive Wertung da. Abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.